Hallo, Claudia Schiesel, AK Civic von Inside Politics Austria auf YouTube und von Inside Politics Europe auf Facebook. Willkommen zum Politik-Tagebuch. Heute geht es um das Thema Medienenquete. Am Vormittag hatte ich noch ein bisschen was anderes zu tun. Jetzt um 13 Uhr geht es dann rüber. Schwerpunkt Demokratie und Digitalisierung. Das ist einer von diesen drei Punkten, die gestern in den nicht öffentlichen Schwerpunkt-Sessions ausgearbeitet wurden. Das waren einerseits Public Value, das war am Vormittagthema, Förderung und Finanzierung ebenfalls am Vormittag. Und jetzt ab 13 Uhr Demokratie und Digitalisierung. Auf der Medien-Enquete tut sich ein bisschen schon was, weil der ORF hat angekündigt, sich großteils auf Facebook zurückzuziehen. Gestern gab es nämlich einen interessanten Panel und da hat die Corinna Milborn, die Moderatorin von Pro und Contra auf Puls 4, Folgendes nämlich von sich gegeben. Sie hatte nämlich gesagt, warum bekommt Facebook ORF-Inhalte gratis, sprich ORF lädt Daten auf Facebook hinauf, und warum muss dann Puls 4 zum Beispiel für 3-4 Sendeminuten, die es vom Interview von Armin Wolf mit Wladimir Putin kaufen möchte, um 3.000 bis 4.000 Euro erwerben. Und das ist schon eine sehr interessante Frage und in weiterer Folge ist es dann heute eben dazu gekommen, der Kurier hat berichtet, steht oben im Kommentar, dass eben der ORF plant, seinen Facebook-Bereich zu reduzieren. Es ist insofern interessant, weil nämlich es war ja so, dass die RTR vor ein paar Wochen entschieden hat, oder besser gesagt, die Com Austria, die Medienbehörde hat entschieden, dass der ORF keinen YouTube-Kanal betreiben darf. Dann habe ich bei denen nachgefragt, wie schaut das eigentlich bei Facebook aus? Und dazu war damals eigentlich nur die Antwort, bitte lesen Sie sich einen Artikel vom ORF durch. Und man dachte, ja, aber Facebook und YouTube sind im Videobereich gleichgestellt und jetzt hört anscheinend der ORF auf. Sei jetzt mal dahingestellt. Ist meines Erachtens sehr interessant. Das zweite Thema, was sehr interessant ist, Filme von der Enquete selber machen, also direkt vor Ort, geht nur vor dem Tagungsgebäude. Warum? Ja, weil der ORF dort alleiniger Broadcaster ist. Und der zweite Punkt ist, das gilt auch für Fotos an sich. Claudia Gammon, Instagram-Star, hat de facto dagegen verstoßen, theoretisch auch ich, aber ich habe jetzt noch nicht allzu viel veröffentlicht, muss ich auch zugeben. Es war nämlich eine interessante Sache, da muss ich aber wirklich beim Bundeskanzleramt nochmal nachfragen, wenn ich heute hingehe, wie das wirklich ist. Ich wollte die EU-Kommissarin, eine gewisse Frau Vera Jourova, fotografieren von der Ferne mit dem Teleobjektiv. Bin zur Security hin, zur Glastür und habe gebeten, könnte ich da bitte aufmachen? Und die Dame hat gemeint, nein, es geht nicht. Dann ist sofort eine BKA-Mitarbeiterin hingekommen und hat gemeint, wir müssten das mit ihrer Vorgesetzten klären, aber grundsätzlich sind diese Aufnahmen nur dem ORF vorbehalten. Habe ich interessant gefunden. Sei mal dahingestellt, inwiefern das jetzt wirklich korrekt war. In der Einladung habe ich danach gesehen und habe gesehen, dass der ORF alleiniger Broadcaster ist, aber ATV2 ebenfalls die Medienenquete überträgt. Ich habe auch beim ORF letzte Woche nachgefragt, ob man nur einen Link von Ihnen haben könnten für die TV-Thek, damit wir das live rüber streamen könnten auf unserer Seite. Und das wird eh beim ORF bleiben. Wäre einfach nur eine Verlinkung und diesbezüglich so ein Deep Link, Speziallink habe ich gar nicht bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das so normalerweise bei uns funktionieren wird mit Einbetten. Müssten wir ausprobieren. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ist mir jetzt egal. Ich habe dann eben mit der Kommissarin vor der Tür ein kurzes Interview geführt, zwei Fragen. Gut, das zweite Thema war eben Demokratie und Digitalisierung, Vertrauensverlust der Medien und die Folgen, Fake News, Manipulation, Hass im Netz, Medienkompetenz als Unterrichtsfach. Ich würde das durchaus begrüßen. An dieser Stelle auch den Befürworter Peter Bleikner, der mit dem Peter Filzmeier auf der Uni Krems gemeinsam unterrichtet und sein Büro gleich in der Nähe von unserem Landesstudio hat. Der hat nämlich auch das Thema Medienkompetenz angesprochen, also sprich, wie gehen Jugendliche, Kinder mit sozialen Netzwerken um, Datenschutz,
Die Fragen, meiner Meinung nach auch, wie man selber Medien erstellt, werden auch ein Thema. Wie mache ich eine Homepage? Wie kann ich Fotos bearbeiten, Videos erstellen? Das waren, glaube ich, durchaus interessante Themen, die auch für Kinder und Jugendliche sehr von großem Interesse sind. Also YouTube-Stars und Instagram. So, ich mache diesen Satz jetzt nochmal. YouTube-Star und Instagram. Profi, Talenteschmiede in der Volksschule oder im Gymnasium oder Hauptschule wäre durchaus ein Thema. Also heißt jetzt nur in Mittelschule, egal. Ja, nach dem Verhaspler nochmal zur Keynote, zu diesem Panel. Bernhard Pörksen, Journalismus und Digitalkompetenz als Immunsystem gegen Fake News. Panel, Vertrauensverlust der Medien und die Folgen. Dann um 15 Uhr Schwerpunkt österreichische Identität. Wie können wir österreichische mediale Identität auch im digitalen Raum sichern? Welchen Rückhalt braucht die heimische Film- und Musikwirtschaft in der Politik? Naja, einerseits könnte man die deutschen Kanäle vielleicht abschalten. Feindfunkgesetz wäre ein cooles Thema. Ja, ich bin, was das anbelangt, sehr konservativ. Das andere ist aber auch gleichzeitig die Frage, logischerweise Film- und Musikwirtschaft, wie die sozusagen einen Rückhalt bekommt. Es braucht einfach eine Novellierung gewisser Medienregeln, vor allem weil ja auch Industrieunternehmen wie die Andritz, KTM, AVL, Magna und so weiter, also Doppelmayr, die haben alle große YouTube-Kanäle zum Beispiel, bewerben ihre Produkte dort oder machen dort Infovideos oder teilweise auch richtige TV-ähnliche Sendungen. Das ist für die schon von großem Interesse. Ja, und zuletzt dann noch das Thema Schwerpunkt österreichische Identität, Förderungen zwischen Investition in einen Exportartikel und Subventionitis. Das ist ja auch immer wieder schön zu hören, wenn es heißt, ja, so und so viele Millionen Euro an Werbeeinnahmen gehen heute ins Ausland. Ja, dann geht man halt zurück und geht halt auf Englisch in den ausländischen Markt. Da gibt es halt YouTuber, die in Österreich nur 1000 Abonnenten haben, aber weltweit 300.000. Zum Beispiel wäre ein Thema. Dazu noch Panel österreichische Identität in einer digitalisierten Welt, Chance oder Verklärung. Zum Abschluss dann ein Panel Prioritäten für den Medienstandort Österreich mit den Mediensprechern aller Parteien. Das heißt einerseits, ich fange jetzt mit der kleinsten Partei an, Noll von der Liste Pilz, Claudia Gammon von den Neos, dann jene war in FPÖ, dann war Thomas Trotzter von der SPÖ und Nehammer ÖVP. Ja, und dann Fazit und Ausblick, Debriefing, Bundesminister Gernot Blümel um 17:30 Uhr. Das ist mal der Fahrplan für heute. Wir machen dann auch einige Interviews, vor allem noch mit den Mediensprechern. Thomas Trotzter ist im Kasten. Da hat mir die SPÖ auch schon gefragt, wann wir das Video online bringen. Voraussichtlich zwischen Dienstag und na, zwischen Sonntag und Dienstag. Komm morgen zurück und dann fangen wir zum Schneiden an. Und ja, das ist eigentlich mal die aktuelle Situation. Nico Alm von Addendum habe ich auch schon gesprochen. Der war auch mal Mediensprecher bei den Neos. Den wollte ich auch noch interviewen. Und dann gibt es auch vielleicht den einen oder anderen Gaststar, den wir noch hinkriegen. Martha Bissmann, Liste Pilz, die soll ja kurz vor dem Ausschuss stehen. Da habe ich auch schon gehört, dass dort der Stichtag nächste Woche Montag, Dienstag sein soll. Wird man sehen, was da noch kommt. Ich sage danke fürs Zuschauen. 9 Minuten ist, glaube ich, lang genug. See ya und viel Spaß mit unserem Programm.